Yo, was geht ab, meine Freunde? Meti am Start und herzlich willkommen zum Spurs Karrieremodus hier auf unserem Kanal. Zweite Part heute und ich freue mich wirklich drauf. Wir haben einiges vor. Ich bedanke mich wirklich für den tollen Support und wirklich, es war unglaublich, was ich da lesen durfte, was ich da sehen durfte. Vielen Dank für die Likes. Ich kann verstehen, dass einige Leute es nicht so gemocht haben. Vielleicht, weil das mit der Pressekonferenz nicht so cool war oder weil sie enttäuscht waren, dass es vorbei ist mit Werder Bremen. Aber ich meine, hey, wir haben die erste Saison gespielt, wir waren bei Werder, machen quasi nur weiter. Wir gehen den nächsten Schritt in unserer Karriere. Und das wird bei Tottenham sein, Freunde. Also ich hoffe, dass es euch wieder gefällt. Heute seid ihr wieder ein Riesenpart von diesem, ja, von dieser Folge. Denn es waren über 1000 Kommentare da. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu lesen. Ich kann natürlich nicht jeden Transfervorschlag berücksichtigen. Deswegen habe ich ja gesagt, like diese hoch. Und ich werde versuchen, die meistgenannten Spieler jetzt irgendwie euch zu präsentieren. Und dann werden wir schauen, wen wir von diesen Spielern holen können. Und vielen Dank dafür. Ich hatte hier so eine Wunschliste, da habe ich mir dann aufgeschrieben von den Spielern, die ihr wolltet. Deswegen werde ich versuchen, diese zu holen. Und gleich werden wir noch auf Snapchat zurückgreifen, Freunde. Ich habe euch da nämlich nach Snaps gefragt. Das wird wieder mega lustig. Also folgt mir auf Snapchat, MetiAD. Und da kann ich auch nicht alle Snaps berücksichtigen. Da habe ich dann so eine Aktion gemacht, dass ich eigentlich von jedem, der das dann gemacht hat, ein Instagram-Bild geliked habe. Das ist ja auch eigentlich eine ganz coole Aktion, finde ich. Also folgt mir auf Snapchat, wenn ich dann wieder sowas mache. Dann sage ich zum Beispiel, ey, ich habe heute ein Instagram-Bild gepostet. Habe ich, wenn ihr das jetzt seht, gestern. Und da die Leute, die da kommentiert haben, denen habe ich auch einfach den ihr Bild geliked oder, ja, ganz einfach, ne? Und ich denke, das ist auch eine ganz coole Aktion, weil ohne euch könnten wir sowas gar nicht machen. Deswegen möchte ich auch irgendwo was zurückgeben und wir schauen jetzt mal direkt auf unsere Wunschliste, Freunde, denn das ist unser Hauptpart. Das machen wir noch vor dem Community Shield Spiel und dann werde ich zwei Ligaspiele spielen, um die Folge jetzt nicht in die Länge zu ziehen, unnötig. Und zwar der Torwart, der wahrscheinlich am meisten kommentiert wurde, war Jack Butland. Da bin ich an dem momentan dran, Freunde. Ein englischer Keeper würde ich gar nicht so schlecht finden. Dann meinte jemand, hol doch Yannick Westergaard. Und er hat natürlich, ist mega jung, hat Potenzial. Wir kennen ihn von Bremen, also würden wir ein Stück Bremen nach England holen. Ich denke, der Transfer ist gar nicht unrealistisch. Dann meinte jemand, hol doch Luka Modric zurück. Ich habe zwar ein Angebot gemacht, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich werde keine 40 Millionen oder noch mehr für einen 30-Jährigen ausgeben. Ich glaube, das wird sich einfach nicht rentieren. Dann haben wir Ilkay Gündoğan. Und das ist so ein realistischer Transfer in meinen Augen, weil er will ja auch nach England. Ob es jetzt Manchester City wird am Ende, schauen wir dann mal. Aber ich denke, Tottenham und Gündoğan würde auch passen. Dann haben wir Koke. Meinten viele, hol Koke als Ersatz für Eriksen. Zu dem kommen wir gleich auch nochmal. Aber 60 Millionen, das ist eine Hausnummer, Freunde. Das ist wirklich eine Hausnummer. André Schürrle wird auch in echt wohl mit Tottenham verknüpft. Und ja, das habt ihr auch vorgeschlagen. 25 Jahre alt, 79er Gesamtbewertung, wäre jemand für die Außen. Ich werde da mal schauen, vielleicht können wir den einfach als Alternative holen. Als Ersatz für Eriksen wurde dann auch Mario Götze öfters erwähnt. Und da wollen die Bayern 38 Millionen haben. Ich werde mal schauen. Wie gesagt, ich versuche einen von diesen Spielern zu holen. Und wer es dann am Ende sein wird, ja, schauen wir mal. Isco war auch einer, der öfters kommentiert wurde, beziehungsweise bei den gelikten Kommentaren dabei war. Wesley Sneijder habe ich auch mal hier auf die Liste mit dazu genommen, Freunde. War wahrscheinlich irgendein türkischer Kollege, aber warum auch nicht. Wir haben Gareth Bale. Da hat mir jemand kommentiert gehabt, ey, hol den mal. Ich glaube, der ist jetzt schon ein Jahr bei Paris gewesen, hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag. Die wollen aber wohl 96 Millionen haben. Also Bale zurückzuholen wäre auch eine krasse Aktion. Ich werde mein Bestes geben, wäre ein Mega-Deal. Wir haben noch Antoine Griezmann, 43,5 Millionen. Und das wäre ein Top-Deal, glaube ich auch. Ich werde mal schauen. Wir werden auf jeden Fall einen Kracher, denke ich, verpflichten. Wir haben Paco Alcacer, auch ein jüngerer, 22 Jahre alt, schon 83er Gesamtbewertung. Nicht schlecht, Herr Specht. Und ich werde es wahrscheinlich tun, Freunde. Wir werden mal schauen, Saint-Maximin, ob wir dieses Comeback erleben werden. Das wäre natürlich mega cool, so als Serienstory. Wir haben Lorenzo Insigne, das ist so, deswegen Schürrle, weiß ich nicht. Insigne war sehr oft in den Kommentaren, deswegen werde ich da auch mal schauen. Und ja, wir machen jetzt direkt weiter mit Snapchat, Freunde. Und ich hoffe, dass die Snaps nicht abgelaufen sind. Das wäre richtig schade. Und wie gesagt, folgt mir einfach auf Snapchat. Ihr seid einfach krank. Ihr seid einfach krank, Freunde. Ihr könnt es hier sehen. Ah, ich glaube, das hier mit dem Handy ist es scheiße. Ich muss mal gerade in mein anderes Handy reingehen, weil damit hat es letztens besser geklappt. Da ist auch Bildschirm größer. Bis gleich. So, da sind wir dann auch schon, Freunde. Ich werde jetzt nur Videos nehmen. Das sind einige. Das sind so viele, Freunde.
Ihr seid wirklich krank. Ich werde nicht alle nehmen können, deswegen beim nächsten Mal seid ihr vielleicht dabei. Und wie gesagt, ansonsten kriegt ihr einfach ein Like auf Instagram. Das ist halt so ein bisschen der Trostpreis. Ich versuche mein Bestes zu geben. Wir haben jetzt hier den Ultra 04. Könnte ein Schalker sein. Wir schauen mal, was er sagt. Oh, fast den Controller weggehauen. Moin Mädchen, nimm, hol dir Dings, Pizarro und noch Dragoski für... Ich konnte leider nicht sehen, was da stand. Pizarro hat ja aufgehört, das heißt, den können wir auf jeden Fall mal nicht holen. Dragoski wäre eine Option, aber den hatten wir schon bei AC Mailand. Deswegen tut mir leid, aber vielen Dank für deinen Snap und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir noch weitere Ideen sammeln können. Wir haben jetzt einen Fan, Freunde. Lass mal schauen, was er sagt. Als Eriksen-Ersatz wäre Oynama Schicke dem Mesut Özil cool oder Oscar oder Koke. Also ein von den drei wäre echt cool. Ja, kann das sein? Freunde, da ist einer schon länger dabei. Özil wäre eine Sache, aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt keinen von Arsenal holen, Freunde, denn realistisch hin und her, ich glaube nicht dran, dass sowas klappen würde. Dann haben wir Koke, ja, da sind wir ja dran. Und er meinte noch Oscar. Oscar, könnte man auch überlegen, ich schau mal. Wir schauen weiter, Freunde, wir schauen weiter. Der MBM. Miti. Hol mal Nabi Fekir, wie im AC Mailand-Karriere. Ich glaube, der war ja noch in der Schule oder so. Fekir, ja, wie gesagt, den hatten wir ja schon mal. Ich brauche neue Namen, Freunde. Wir machen mit dem Siki weiter. Da ist Insigne schon wieder, Freunde. Ihr bestätigt mich von den Kommentaren. Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Wir haben den Alpi. Gönn dir. Ja, ich gönn mir irgendeinen Spieler, jawohl. Und ich möchte das jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, Freunde. Und zwar nehme ich jetzt noch den, den Devran. Jo, Mete, ich würde sagen, du nimmst den Embolo, weil ich finde ihn einfach toll und der spielt halt gut. Auch in FIFA. Embolo? Freunde, Embolo. Den hatten wir auch schon mal. Den haben wir schon, Freunde, gehabt. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Seyit Yavuz. Ja, wir holen dir Bernd Leno und Sofian Buffal. An denen ist Tottenham in Wirklichkeit auch dran. Und Peace. Buffal, den habe ich auch irgendwo hier auf der Liste stehen gehabt. Deswegen, Buffal, das ist eine Idee, Freunde. Das schauen wir uns aber genauer an. Das wird unser Snapchat-Transfer. Zunächst einmal gehen wir aber ins Spiel gegen Arsenal, Freunde. Community Shield steht an. Wir treten mit der folgenden Mannschaft an. Und ich denke, ja, das ist mit das Beste, was wir auch bieten können momentan. Und ja, Vertonghen ist verletzt. Von der Nationalmannschaft irgendwie zurückgekommen, aber der braucht nicht so lang. Deswegen, ja, sollte das passen. Los geht's. Da sind wir auch schon, Freunde. Wembley ist bereit. Und falls euch das mit dem Snapchat wieder gefallen hat, schreibt doch mal einen Kommentar, wie ihr das so findet. Falls es euch nicht gefallen hat, ja, gerne Feedback. Und dann versuche ich es beim nächsten Mal anders zu machen. Und jetzt sind wir hier und spielen gegen Arsenal. Los geht's. Oh, Santi Cazorla! Der erste Schuss in der zweiten Spielminute und Form muss da mal richtig sich lang machen. Das war eng. Das war eine enge Kiste hier, Freunde. Und jetzt kommt Oxlade-Chamberlain und Form schon wieder. Alles klar. Der ist gut im Spiel hier schon mal drin. Puh. Was macht der da? Verratti haben die geholt. Alexis und der Pfosten. Arsenal legt hier los wie die Feuerwehr. Das war kein Foul. Harry Kane auf Moussa Dembélé. Der könnten jetzt durchstecken. Das ist wunderbar gespielt. Chadli! Und da ist das Tor! Chadli mit dem ersten richtigen Torschuss. Und der Ball ist im Netz. Das war mega gut gespielt, Freunde. Ich dachte kurz, das wäre abseits gewesen. Dann wäre es richtig blöd gekommen. Aber ich habe gedacht, da legst du ihn hoch. Und zwar, wer war das mit der 20? Ja, das ist Dele Alli. Und dann bam. Und da aus dem Winkel, ja, kann man mal reinmachen. Also, den musst du auch versenken. Und ja, im Stile eines eiskalten Stürmers, Nacer Chadli. Santi Cazorla. Cazorla, der wird den Ball da in die Mitte spielen wollen. Verratti, Cazorla. Und was ein Ding. Was ein Ding. Arsenal mit der Antwort, Freunde. Und wie? Santi Cazorla. Das schauen wir uns nochmal an. Ich habe gedacht, da kommt der Ball in die Mitte. Kam dann später und dann mit der Hacke abgelegt. Nicht schlecht, Herr Specht. Santi Cazorla. Und ich weiß gar nicht, ob Mesut Özil überhaupt noch bei Arsenal spielt. Rose, wohin spielen wir denn? Da ist Dele Alli.
Dele Alli und Peter Cech. Peter Cech klärt zur Ecke, Freunde. Dele Alli fast mit seinem ersten Schuss hier, unser Youngster. Ersten Tor. Und das Moussa Dembélé, nimm ihn mit links. Halbzeit, Freunde. Halbzeit. Und wie wir sehen können, relativ ausgeglichenes Spiel. Und wir hatten 7 ganze Schüsse. Das ist krass. Und 90% Passgenauigkeit. Das ist nicht schlecht. Zweite Halbzeit, Freunde. Wir wollen das Ding gewinnen. Los geht's. Ja, Freunde, wir werden jetzt gleich 3-mal wechseln. Und zwar kommt der Bentaleb in die Mitte für Dier. Dann bringen wir Davis auf die linke Seite für Rose. Oh, passt auf. Koscielny, was macht der denn da vorne? Und wir bringen Heung-min mit der Hacke. Nein. 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 Lass ihn nicht flanken. Gott sei Dank ist er jetzt ausgelaufen. Und Heung-min kommt auf die linke Seite für... Die 90 Minuten sind vorbei, Freunde. Das heißt, es geht ins Elfmeterschießen. Sofort. Unser erster Schütze ist Harry Kane. Oh mein Gott, habe ich das verpeilt. Oh mein Gott. Rutschen aus. Form. Du musst uns retten. Form. Michael Form. Wir gehen nach rechts. Und er lupft ihn. Er lupft ihn. Alexis Sanchez. Der ist besser. Eric Lamela. Das Ding ist drin. Kommt schon. Oynama schicke dem Mesut Özil. Was wird er machen? Oynama schicke dem Mesut Özil. Schießt ihn so billig in die Mitte, Freunde. Heung-min Son. Er ist auch gut. Sollte drin sein. Und wie? Der war perfekt geschossen. Wir müssen irgendeinen halten. Danny Welbeck. Welbeck, wohin? Wohin gehst du? Danny Welbeck haut den in den Winkel, Freunde. Scheiße, scheiße, scheiße. Moussa Dembélé. Dembélé und ja. Wir müssen immer auch einen halten. Wir müssen einen halten. Den von Oxlade-Chamberlain. Den von Oxlade-Chamberlain. Halt ihn doch. Jetzt muss er drin sein, sonst ist es schon rum. Kyle Walker. Und schon wieder so verkackt, Freunde. Schon wieder so verkackt, ey. Was mache ich da? Freunde, ich muss halt Elfmeterschießen nochmal. Aber manchmal ist es so komisch, dass man so auf den Leck achten muss. Und manchmal ist es nicht so. Und ja, wir verkacken 2 Elfmeter, Freunde. Manchmal so. Und der haut Ramos-mäßig, wie bei der Penalty-Challenge von uns am Sonntag, in die Wolken. Und Arsenal gewinnt Community Shield. Wir schauen auf die Statistik. Ja, wir hatten 2 Schüsse aufs Tor. In der zweiten Halbzeit leider nichts gerissen. Ja, dann ist das halt so. Freunde, er kehrt zurück in unseren Karrieremodus. Anasar Maxima. Und ja, ich würde sagen, lasst mal einen fetten Daumen hoch da, falls ihr die Perücke in der nächsten Folge sehen wollt, Freunde. Wir kaufen ihn für 1,5 Millionen. Das ist ein Schnäppchen. Und das ist halt so ein cool, eine Kultfigur für unseren Karrieremodus. Vielleicht deswegen hole ich mir den auch. Und ja, schauen wir weiter. Ja, Freunde, wir haben eine Trainingseinheit hier und ich werde, glaube ich, in YouTube jetzt mal so einen Poll einfügen. Das kann man ja mittlerweile auch über die Infokarten. Und da werde ich jetzt mal ein paar Spieler nennen und dann könnt ihr ja abstimmen, wer davon denen trainiert werden soll. Ich glaube, man kann nicht für mehrere abstimmen, aber wir probieren es einfach mal aus und dann gibt es unten im Strawpoll wieder mal einen Link, wo ihr abstimmen könnt, welche Spiele ich spielen soll. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst und das Training, ja, Harry Kane... Was ist da los? Freunde, Bale wird leider nicht klappen, denn die wollen einfach mal 92,5 Millionen. Schade. Götze werde ich bestimmt auch nicht 54,5 Millionen bezahlen, Freunde. Der hat nur noch 11 Monate Vertrag, das ist ein Witz. Und wir gehen ins erste Ligaspiel, Freunde. Wir spielen zu Hause gegen Aston Villa, die ja in echt abgestiegen sind. Ich glaube, das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber wir spielen mit derselben Aufstellung, nur Son für Chudley drin. Und mal schauen, vielleicht kann der ja auch ein Tor erzielen. Ansonsten... muss ich überlegen, ob ich immer mit Chudley spiele. Aber schauen wir mal. So, Freunde, erstes Ligaspiel. Und wir wollen natürlich gut starten. Das erste Spiel im Community Shield war jetzt nicht so Bombe. Im Elfmeterschießen hätte man es auch gewinnen können, wenn man Elfmeter schießen könnte. Nicht so wie ich. Und ja, erstes Premier League Spiel. Los geht's. Boah, das war ein klasse Ball. Agbonlo, das war die klasse Chance bis jetzt. Ich meine, davor waren einige läppische Dinger von Aston Villa, aber das war so die Position, wo Agbonlo am... Ja, wirklich, freier ging es nicht mehr. Und jetzt das... Oh, wenn der Ball so nicht verhungern würde, wäre es gut gekommen. Aber jetzt Lamela. Lamela, wir bringen das flache Ding da rein und...
Oh mein Gott, wer war das? Wer hat da so verkackt? Das war die Mega-Chance. Oh mein Gott. Halbzeit, Freunde. Hier können wir sehen, wir sind nicht so im Spiel. 60% Ballbesitz für Aston Villa. Puh, sonst relativ ausgeglichen. Wir müssen schauen, dass wir in der zweiten Halbzeit eine Schippe drauflegen. Nein, 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 nein. Da kassieren wir es 0-1. Und wir liegen hinten. Das war, ja, nachdem ich da die Grätsche gemacht habe, gut gespielt. Muss man auch zugestehen. Aber der Fehler kommt halt zuerst von mir. Oh, 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 Carlos Sanchez. Freunde, wir liegen hinten im ersten Premier League-Spiel. Ganz schlecht. Wir müssen reagieren, Freunde. 4-2-4, Son spielt Stürmer, Chudley rein, genauso wie Mason und Yedlin. Puh, irgendwie müssen wir das Ruder umreißen. Da ist Wimmer. Wimmer, unten ist Harry Kane. Harry Kane, der Ball ist drin. Der Ball ist drin, Wimmer. Wimmer macht selber, drückt den Ball über die Linie. Ich dachte schon abseits, wenn das abseits gewesen wäre, Freunde. Wow, Harry Kane, das Ding wäre auch so reingegangen, weil der unglücklich abgefälscht war, aber Glück gehabt, Freunde. Wir drücken das Ding über die Linie mit Kevin Wimmer und wir sind zurück. Wir sind zurück, kurz vor Schluss und wir haben noch 12 Minuten, um das Ding nochmal umzubiegen und das wäre richtig geil. Freunde, das Spiel ist zu Ende, das ist quasi schon fast ein Fehlstart in die Saison nach der Niederlage gegen Arsenal. Nur ein 1-1 zu Hause gegen Aston Villa. Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für Aston Villa, weil die öfters auf Tor geschossen haben. Aber ich denke, wir haben uns den Punkt noch erkämpft und ja, besser als eine Niederlage auf jeden Fall. Freunde, wie ihr sehen könnt, haben wir Alderweireld verkauft. Und zwar hat Crystal Palace einfach mal 30 Millionen Euro bezahlt. Somit kriegen wir 25,5 Millionen dazu. Er kann sich nicht weiterentwickeln, deswegen habe ich ihn jetzt verkauft. Und wir sind ja an Yannick Vestergaard dran. Er muss jetzt nur noch annehmen, hoffentlich klappt's. Und da haben wir ihn auch. Wir holen Yannick Vestergaard für 20 Millionen von Werder Bremen. Das heißt, ein Stück weit bleibt die Werder-Karriere erhalten, Freunde. Und ich denke, Alderweireld durch Vestergaard zu ersetzen und dann noch Profit zu machen, da können wir nichts falsch mitmachen. Das waren auch nochmal interessante Namen, Freunde. Und ich schau mal, also Bakambu hat sich eigentlich erledigt. Wir haben ja jetzt vorne drin Son Maximin geholt. Und ich denke, das hat sich somit ein bisschen erledigt. Wir können im Winter ja nochmal schauen. Dann haben wir Buffal. Das ist ja der Snapchat-Transfer. Den werde ich jetzt versuchen irgendwie zu tätigen. Ich hoffe, dass das wirklich über den Tisch gehen kann. Freunde, manche Namen, die ich jetzt noch nicht so gezeigt habe, die sind auch auf der Liste, aber die werden irgendwie nicht gezeigt. Und zwar noch, Ben Arfa habt ihr gesehen. Wen noch? Schöle, ja, Xhaka ist zum Beispiel einer. Genauso wie Griezmann, Bale, Alcacer, Son Maximin, Kingsley Coman, er ist noch ausgeliehen, Iheanacho von Man City, das Talent. Also ich hatte noch einige Namen, die öfters erwähnt wurden, aber müssen wir mal schauen, müssen wir wirklich mal schauen. Auswärts simulieren wir jetzt noch gegen Swansea für heute und dann könnt ihr mir kommentieren mit Trikotnummern für die Neuzugänge etc. pp. Und schauen wir, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch einen Neuzugang in dieser Folge schaffen, ansonsten... In der nächsten Folge habe ich ja noch Zeit dazu, Freunde. Ich möchte jetzt auch nicht zu viele Spiele in einer Episode machen. Und deswegen geht's jetzt auch ins Spiel. Hoffen wir, dass wir den ersten Saisonsieg einfahren können, auch wenn wir auswärts spielen gegen Swansea. Und ja, Danny Rose 1-0. Ich schaue ein bisschen unten auf die Ergebnisse. Aston Villa führt, kassiert Ausgleich. Chudley 2-0, ganz stark. Ganz, ganz stark da. Jetzt nur nicht nachlassen. Vielleicht noch ein 3-0 nachlegen, wenn es geht. Hätte ich nichts gegen. Son Maximin kommt rein. Son Maximin. Ich muss mich wieder dran gewöhnen. Und Chudley macht das 3-0 on fire. Und Eric Dier kriegt gelb-rot. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, Freunde. Aber die wollen eiskalt 39 Millionen für Eriksen haben. Ich weiß nicht, ob ich es machen werde. Ich bin wirklich lieber einen Ersatz suchen. Und ihr habt ja einige vorgeschlagen. Freunde, an dieser Stelle werde ich dann weitermachen. Ich versuche noch einen Torwart zu verpflichten und noch einen im Mittelfeld. Und das werden wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao.